Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Es ist eine neue, richtig coole Mod draußen, nämlich eine Mod, die den Velociraptor voll gefiedert macht und zu so einem eher vogelartigen Räuber macht, was ich mega cool finde. Ich habe das Ganze auch schon vorbereitet. 5 Raptoren mit den 5 meiner Meinung nach besten Skins. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt direkt den ersten frei mit dem Standardmuster. Oh, der sieht so cool aus. Er sieht einfach jetzt viel mehr aus wie so ein Vogel. Und ich mag auch die Farbkombination richtig gerne von dem Skin. Wir pausieren das Ganze gleich auch nochmal, schauen uns die ein bisschen genauer an. Aber erstmal gucken wir jetzt mal in Aktion. Jetzt gerade ein guter Moment. Hier ist nämlich kein hohes Gras und er guckt gerade so wunderschön in die Sonne. So, da habt ihr den Kopf. Was ich hier besonders cool finde, ist die Farbkombination. Das sieht dunkel, dann rot und weiß. Und ich finde es cool, dass der Körper an sich eher so eine wollige Struktur habt, wenn ihr mal guckt. Man kann da sogar so ein bisschen durchgucken, wie bei so Wollfasern. Dadurch wirkt es halt sehr gefiedert. Und dass es hier vorne anders ist. Hier vorne sieht es dann eher aus wie so ein Schnabel. Das finde ich auch richtig cool, dass das gemacht wurde. Und natürlich die Federn oder ja Härchen hier hinten auf dem Rücken. Die erstrecken sich auch über den gesamten Körper bis zum Schweif. Da sind sogar ein paar mehr. Und natürlich haben wir hier nochmal ein paar mehr Federn unten am Arm. Und hier hinten am Bein haben wir auch nochmal welche, und zwar in weiß. Also die Farbkombo ist mega cool von dem Raptor. Auch, dass hier so ein bisschen braun mit drin ist, gefällt mir sehr gut. Ich finde, die Mod ist sehr gut umgesetzt. Sieht hammer aus, wirklich. Bin echt beeindruckt. Und es gibt noch viele, viele weitere Skins, die auch richtig cool aussehen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Der sieht auch in Aktion richtig nice aus. Ganz, ganz tolle Mod. Bevor wir jetzt weitermachen, kann ich euch mal ganz kurz den Ersteller dieser Mod einblenden. Und natürlich ist auch für euch die Mod, wie immer, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt die auf jeden Fall ab. Es gibt viele Skins, die man ausprobieren kann. Ich werde euch auch in diesem Video nicht alle zeigen können. Jetzt trinkt er hier nochmal. Boah, das ist Hammer, wirklich. Und der zweite Skin, den ich heute vorbereitet habe, das ist das Alpinmuster. Sieht so böse aus. Das ist halt eher so komplett dunkel gehalten, also schwarz, gräulich würde ich sagen. Und dann so ein paar weiße Streifen. Gefällt mir auch richtig gut. Ich mag ja sowieso so schlichte Skins auch sehr gerne. Da hoppelt er. Direkt zum Wasser, wie es aussieht. Also das ist wirklich eine Mod, die ich richtig feiere. Habe ich mir auch sehr lange gewünscht. Aber ich denke, viele von euch haben sich diese Mod sehnlichst gewünscht. Und die ist auch echt super gut umgesetzt. Weil sowas ist gar nicht mal so einfach, diese ganzen Federn und so. Warte mal, sind die Federn türkis? Nee. Das ist nur im Licht so, oder? Dass die türkis erscheinen? Ihr seht das so ein bisschen, diesen türkisen Schimmer, ne? Wenn ihr hier unten guckt und hier oben sieht es auch so ein bisschen türkis aus. Ich glaube, das liegt aber eher am Licht. Oh, jetzt sehen wir ihn nochmal, wenn er eine Ziege legt. Aber das finde ich irgendwie noch cooler, dass das so türkis schimmert. Schnapp ihn dir. Zack. Ha, richtig cool. Der nächste Skin ist das Steppenmuster. Sieht auch richtig cool aus. Der ist nicht so ganz knallig rot wie der andere. Gefällt mir aber super. Guck mal, jetzt laufen sie sogar schon direkt zusammen im Rudel.
Dinosaurierbedrohung? Oh Gott, was ist denn jetzt los? Machen jetzt hier die gefiederten Raptoren direkt Ärger, oder was? Sieht voll so aus, was macht der? Oh mein Gott, wartet mal, Leute. Oh Gott, ich glaube, der büxt aus. Das glaube ich ja jetzt nicht. Ich habe dieses Gehege schon tausendmal verwendet, um irgendwas zu testen. Ich glaube, hier ist noch nie irgendwas ausgebüxt, oder? Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Jetzt läuft er direkt auf die Gäste los. Der zweite kommt auch gleich direkt mit. Oha. Lauft, lieber Gäste. Die gefiederten Raptoren sind gefährlich. Oh shit. Ich glaube, das war's für die Dame. Eieiei. Okay, die neuen Raptoren sind echt gefährlich. Ich fange die mal wieder ein und dann geht's weiter. Also ich muss sagen, Raptoren sind wirklich intelligent. Dass die mir hier ausbüchsen, das gibt's ja gar nicht. Das ist jetzt übrigens das Delta-Muster. Also von dem Raptor-Squad-Pack. Echo, Delta, Charlie, Blue. Feier ich auch richtig. Der hat nämlich so richtig Tarnfarben. Könnt ihr euch sicherlich schon denken, wen wir gleich als letztes freilassen. Natürlich Blue. Ja, der ist halt wirklich mega getarnt. So schwarz, grau, bisschen beige mit drin und natürlich grün als Hauptfarbe. Er sieht auch richtig gut aus. Das Einzige, was ich finde, was hätte noch ein bisschen besser sein können, sind die Federn hier am Arm, muss ich sagen. Ich glaube, das hätte ich cooler gefunden, wären die Federn am Arm genauso wie die am Bein und am Rücken. Weil die sehen irgendwie ein bisschen starr aus. Die am Rücken und so gefallen mir ein bisschen besser. Aber auch heftiger Skin. Können wir auch nochmal kurz pausieren, ein bisschen näher rangehen. Dann seht ihr das Ganze. So sieht das aus. Hammer, oder? Diese Textur ist einfach so gut gewählt. Die sieht halt wirklich aus wie ein Federkleid. Richtig nice. So, und jetzt kommt natürlich der Moment, auf den wir alle warten. Nämlich Blue. Das Blue-Muster kommt. Leider auf der Schattenseite, aber das macht ja nichts. Man sieht schon ganz leicht hier den Streifen. Da oben besonders, am Kopf. Blue und gefiedert. So sieht er aus. Auch cool, oder? Ist halt nice, dass man den blauen Streifen halt wirklich noch erkennen kann. Also man kann auch sehen, dass es Blue ist. Oh, wie böse, ey. Nice. Da unterhalten sie sich. Die beiden. Und direkt wieder Dinosaurierbedrohung. Oha. Ich glaube, wir müssen denen gleich mal ein bisschen Beschäftigung geben, damit die hier nicht immer ausbüchsen. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Der arme Kleine. Das war's mit ihm. Das ging schnell. Oh nein, jetzt geht's dem kleinen Dryo hier an den Kragen. Ich glaube, er hat noch nicht gemerkt, dass sich von hinten ein Raptor anschleicht. Boah. Das ging schnell. Kurz und schmerzlos. So, jetzt haben wir hier nochmal einen Gegner, der sich hoffentlich wehren wird. Diesmal tritt sogar Blue an. Das wird ein harter Kampf, glaube ich. Aber Blue macht das gut. Blue weicht die ganze Zeit aus. Diese Animationen sehen so cool aus. Sind so gut gemacht. Oh, Blue blutet. Okay, der Proceratosaurus scheint stärker zu sein als gedacht. Aber jetzt der Kopf unten. Ich glaube, Blue hat es geschafft. Jo. Blue hat es geschafft. Aber ist am Bluten. Also der Kampf war, glaube ich, schwieriger als gedacht. Hat Blue noch ein paar Narben bekommen. Das macht ja nichts. Sieht jetzt noch böser aus. Oh, das könnte jetzt gefährlich werden hier für den Raptor. Da schleicht sich ein T-Rex an. Und er hat ihn im Maul und zeigt den Raptoren, wer hier der König im Ring ist. Und mit diesem wunderschönen Bild verabschiede ich mich von euch.
Das war die Vorstellung von der gefiederten Raptorenmord. Diese ist natürlich für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über ein Däumchen freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.